Die beste Abwehr gegen das offensivstärkste Team. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Stadionessen muss nicht langweilig sein. Genießen Sie unser reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Könnte eine klasse Partie werden. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Wenn Sie ein Fan von absolutem Spitzenfußball sind, dann sind Sie hier heute genau richtig. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Die Bayern mit dem Anstoß. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl, er zieht den Sprint an. Und Groß. Van de Beek hat den Ball. Den Ball hat er, ganz souverän. Der Ballverlust. Guter Pass auf Groß. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Sie wollten dieses Jahr in die Champions League und sie haben es geschafft. Ja, das macht der Blick auf die Tabelle deutlich. Das kann Ihnen keiner mehr nehmen. Ich finde, das hat sich diese Mannschaft ganz einfach verdient. Tolle Saison gespielt. Und jetzt sind Sie nächstes Jahr mit von der Partie in der Königsklasse. In der Allianz Arena tut sich was, nämlich ein Tor. Im Studio gibt es die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mainz. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind... Erstmal rausgeforstet. Groß verliert den Ball. Da ist Kimmich zur Stelle. Donny van de Beek. Van de Beek ist das. Den Zweikampf verliert er. Gabriel Jesus. Wichtig, den Ball hat er sicher. Jetzt der Ballverlust. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Kimmich. Klasse Pass. Klasse Tackling. Da ist Platz. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Er versucht's. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Fängt diesen Ball ab. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Schwache Aktion, Ballverlust.
Es gibt ein Tor in der HDI Arena, also rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mainz 05. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 25 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für das Update. Die Gelegenheit für die Flanke. Und das gibt Eckball. Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vorteil für den FC Bayern. Sané. Ball fliegt hoch ein. So richtig gut ins Spiel kommen die Bayern hier noch nicht. Ball ist wieder weg. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Leroy Sané. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Er sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Keine Überraschung hier, dass die Bayern vorne liegen. Das sieht vielversprechend aus. Die Flanke hat er. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Klasse Pass! Der FC Bayern wieder am Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Schönes Zuspiel. Steilpass auf Gabriel Jesus. Noch ist die Chance da. In der HDI Arena tut sich was, nämlich ein Tor. Im Studio gibt es die Infos. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Mainz. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 40 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Da machen sie die Räume eng. Einwurf. Kann er was draus machen? Mit dem Ball hat er gar keinen. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Der Ball kommt rein. Ja, da ist Platz jetzt. Ganz stark abgeblockt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Gute Chance für eine Flanke. Toller Zweikampf. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der muss doch drin sein. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Wie hast du Leroy Sané in Hälfte 1 gesehen? Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er kann es machen.
Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ach, also diese Szene eben, ich glaube, eine bessere Ausgleichschance, die kannst du nicht bekommen. Coman. Gabriel Jesus. Groß. Groß! Glasklare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher. Und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Gibt Elfmeter! Und noch die gelbe Karte obendrauf. Super Elfmeter. Ja, er hat einfach das Selbstvertrauen in diesem Duell gegen Torhüter. Er bringt das Ding einfach im Tor unter, so wie hier. Starke Aktion. ...2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Chance zur Flanke jetzt. Und da verlieren sie den Ball. Alphonso Davies. Vielleicht die Konterchance. Guter Pass jetzt. Aufs leere Tor. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und da sehen wir es, eiskalt, nervenstark, umkurvt er den Torhüter. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. In der HDI Arena tut sich was, nämlich ein Tor. Im Studio gibt es die Infos. Wir haben hier das nächste Tor für Mainz. Damit steht es hier also 4:0. Gespielt sind 58 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das könnte was werden jetzt. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Gehalten, aber weiter gefährlich. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Gut vom Schiedsrichter. Den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Die Bayern mit dem Ballverlust. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt der Vorstoß. Klasse Flanke. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da ist er alleine durch. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Weiter gefährlich. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC Bayern. Dann geht es auswärts gegen Hannover. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ebenfalls mit dabei wären.
Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Ja, das könnte was werden jetzt. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann macht er das aus der Halbdistanz mit jeder Menge Schnitt. Der Ball dreht sich ins Tor. Alles richtig gemacht. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Erneut so ein hervorragender Pass. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Milan Skriniar. Es gibt ein Tor in der HDI Arena, also rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Mainz 05. Damit steht es hier also 5:0. 74 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Declan Rice. Jetzt müssen sie aufpassen. Er holt sich vorne den Ball. Gute Aktion, da ist die Flanke. Das könnte es sein. Also das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So geht's erstmal weiter mit der klaren Führung. Ich glaube, das waren die Nerven. Den müssen sie machen. Declan Rice. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Der Ball kommt hoch rein. Ballgewinn, gefährliche Position. Klasse, wie er dahin geht. Sie haben den Ball und können kontern. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Da schießt er. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Das muss es sein. Das ist noch gefährlich. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Jetzt der Ballverlust. Ja, guter Pass. Guter Steilpass. Gute Parade. Die Nummer 9. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Ah, das hätte gefährlich werden können. Vorne der Ballgewinn. Klasse Pass. Vielleicht der Anschlusstreffer. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Kimmich. Ballverlust. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Könnte der Ausgleich sein. Der Ausgleich, alles wieder offen. Was zeigen die hier heute für ein Spiel? Ganz großer Respekt, damit hat doch keiner gerechnet. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher.
Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Heute ist es also nichts geworden mit dem erhofften Sieg für die Bayern. Es ist nur ein Remis rausgekommen. Damit können die Münchner eigentlich nicht zufrieden sein. Sie holen den Punkt, können damit nicht zufrieden sein. Heute war ein Sieg angesagt. Guter Pass jetzt.